Hallo meine Lieben, heute in diesem Video geht es, wie ihr in dem Titel schon sehen konntet, um dieses Fußpeeling und wie genau ich das selber mache und was genau da alles drinsteckt, das seht ihr gleich in diesem Video. Viel Spaß! Ja, und ich hatte von dem anderen Peeling, was ich vorher gemacht hatte, noch ein bisschen was übrig und habe da einfach noch ein klein wenig Kokosöl hinzugegeben und etwas von diesen Krümelcandys, dann noch ganz normalen Zucker und ein paar Kokosraspeln. Nachdem das dann alles in der Mikrowelle war, habe ich das dann auch ganz, ganz gut verrührt. Und da mir die Mixtur ein klein wenig zu flüssig war, habe ich noch ein bisschen Kokosraspeln hinzugefügt. Vom Kaufland habe ich mir dann dieses kleine Gläschen hier gekauft, wo ich das dann alles eingefüllt habe. Und ja, am Ende habe ich das noch ein bisschen glatt gestrichen, damit es optisch ein bisschen schöner ausschaut. Und das war dann das Peeling für die Füße. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ein kostenloses Abo könnt ihr mir natürlich auch immer da lassen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.